So, da sind wir wieder bei Let's Play Halo 5 Year of the Enterprises und wir sind hier gerade mit dem Arbiter zusammen und der chillt da vorne irgendwie, ich weiß nicht genau, was hier abgeht. Wir hören uns erstmal dieses Audiolog an und schauen wir mal. When I joined the Sword of St. Helios, I remained loyal to Jul Endava. Today, I had my chance to kill the heretic, the false Arbiter. He was readying his armor. My hand fell to my weapon and I saw the mark branded on his chest. He bears the mark, yet at that moment, I felt shame. His eyes caught mine and I looked away. It is strange. Perhaps there is more to him than I thought. Das auf jeden Fall. You worked with Cortana for a while, right? Yep, yes, das ist korrekt. You considered her a close friend. It's unusual for anyone to anthropomorphize an AI so deeply as to consider them a friend. Unusual, but not unheard of. Oh, hallo. Hallo, hallo. Ich bin der Neue hier. Ich komme aus... ich komme von der Erde. Was? What do you want, Spartan? Ja, was möchte ich? Ja, so einiges, ja. Das Leben ist nicht, hier. Ach ja, stimmt, man kann ja scannen. The blue team file you assembled. I knew the rumors about the original Spartans, the kidnappings, the conscription. I never wanted to believe it. Lesson I learned about history a long time ago. It's full of things you don't want to believe. I'm getting fuller of them all the time. Genau, das vibriert ja irgendwie, wenn irgendwie ein Audiolog oder so in der Nähe ist. Die Frage ist jetzt, es vibriert ein bisschen, also der Controller. Die Frage ist, wo ist jetzt hier nochmal eins? Ich werde hier auf jeden Fall jetzt mir sehr viel Zeit nehmen. Das letzte Mal habe ich mir auch sehr viel Zeit genommen, aber doch, irgendwie war es doch zu kurz. Habe ich hier so 10, 15 Minuten abgegangen. Wenn wir länger brauchen heute, dann werden wir das auch tun. Weil, ja, alle anderen können zum nächsten Part dann vielleicht skippen. Aber ich finde das einfach sau interessant und sau lustig, dieses Ganze, das hier zu sehen und Lava hier in diesem Lager. I thought San Helios would be different. You'd be surprised how much we have in common with the San Heli. For instance, they place huge importance on family and honor. What could be more human than that? Naja, Honor vielleicht empfohlen, ja. Okay, es vibriert immer noch. Gott zur Hölle. Ja. Wir werden uns ein wenig umsehen. So, okay, was geht hier nochmal alles ab? Ah, da unten ist der Arbiter. Ja. Oh, er stemmt hier irgendwas. Sixpack. Großer Kerl. Hallo. After all Halsey did to the Master Chief and Blue Team, and when they were kids no less, after all that, she still acts like she cares about them? Psychival says Halsey thinks of the Chief as her son. She has a motherly attitude towards all of her Spartans. I'm glad I haven't read that psych report. Not sure I'd ever feel clean again. Okay. Ja, also natürlich kümmert sich Holzi um Spartans. Holzi, genau. We clear and hold the indicated zones. We have sufficient military strength to handle the Covenant defenses. If the human plan holds, they will awaken the Guardian. And then Sunayam is ours. Oh yeah. Planning. Kriegsplanung hier. Okay. Gut, hier oben rechts war was. Ach ja, ich glaube, ich weiß wieder, was hier war. Hi. Es geht. Their plasma blades burn less intensely, harder to cut armor, but the injuries are more grievous and do not cauterize. So the blades leave St. Healy alive, but too wounded to fight. Most choose suicide to preserve their honor, making any wound a death blow. Barbaric, indeed. Had I never met Jul Endava, I would have gutted him with my bare claws. Mhm. Hier ist Krankenlager der Eliten, ja. Ah, Missau.
I meant to ask, Buck, did you get any word to Veronica before we left? Yeah, but she's working, so I don't expect she'll hear my call for a few weeks. How does that work? Veronica and Oni, you're both always at opposite ends of the galaxy. Works fine. Times we're in the same place make up for the times we're not. Ach, Veronica. Ja, Veronica aus Halo 3 ODST, wer sich erinnert. Die blonde, manchmal etwas bitchige, fand ich. Weil, my mission is more important than yours. Oni ODST. Genau. Aber gut. Genau, und sie und Buck haben da ja zueinander gefunden. Okay. Aber nur weil du eine Elite bist, ja. Also, ne? Ich komme dann sonst wieder. Okay. Klar. Oh, wer chillt denn da? Long sidelines here. Serve on a space time ship while out in space? I was on one for years, but can't ever remember the name. I mean, how come we got such complicated ship time names? Every time you make intel in a battle, the ship's probably blowed up before you finish. Like, sir, they're firing missiles, at the CSS Pinnacle, a shadowy gumption, and too late, it's exploded. Don't worry, here comes the unyielding double caduceus, and oh man, never mind. Ships littler names like Murder, Flip, or Bob. That's way safer. Bob! Okay. Hello. I'm gonna tell you something I learned the hardest way. You gotta be nice. Nice. To everybody. Not just the food nipple manager, but everybody. Because you can call a guy an egg face one time. One time, and it's very funny. It's actually pretty funny. But then, probably, even if it's just three times, everybody asks why you're so mean always. Even though you only said the mean thing like maybe six times. Nine times tops. Okay, lol. Das müssen die Loris erkannt. Humans are way braver than we think. They're doing all kinds of honors, flying in those pigeons, or peregrine, or percolator ships, or whatever you call them. Like rocks with wings. Seriously. Never seen one land the side up you want, or even landed on purpose. Hey, hey, hey. Maybe all those crashes is a strategy. Huh. Maybe we're supposed to think, wow, they treat their own ships so bad. Just think how much they're gonna wreck ours. Ja, wir stürzen halt oft ab. Das so, passiert, ja. A big question. Do humans make eggs? True or the other one? I know you give up, so I'll tell you. I don't remember, actually, but it was a question we had to know. Another one was, what kinds of things humans breathe? Not waters. You put them in waters and forget about it. They get real quiet after breathing waters. Und dann so, So last night, instead of sleeping, me and the other Ungoy was up talking about battles. And my buddy Gripple was saying all about how he shot at a Spartan human once. No kidding! I mean, I'm serious. And it was an amazing story. It was the kind of story that makes you proud to do a war. Even though we don't do wars with humans no more because the Arbiter said not to, right? it was so amazing. We forgot we've been told to be asleep. I'm serious, like eight times already. But everybody was yelling, so I started yelling too. And you know how it feels to yell real loud about something? I mean, real loud. It feels great. Der macht immer nur so, Ungoy should get more honors. We do all the dangerous jobs, even though you have to be really tough and not cry when you do them. Yeah, trust me, I heard, from a friend. Also ich wusste ja, dass der viele Geschichten auf Lager hat, aber das hört ja nicht auf. Und die, worauf ich warte, ist immer noch nicht da. Ich glaube, dem kann man wirklich ewig zuhören. I lots of times think how your mouth is weird. And not your mouth in particular, but Sangheili mouths. So I guess, your mouth too, but no offense. I'm going to spend all day looking up into those things, and they're creepy. Like four little toothy fingers just flap, flap, flapping around. Flap, 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 flap. Seems even creepier, right?
just realized you don't have tongues. How do you make food noises? Okay. Okay, was sagt ihr hier so? The assault on Sunion draws near. The Banshee remains inoperative. I do not yet understand why. Figure it out. We need every Banshee in the air. Did you check the anti-gravity drive? That is not the problem, human. Did you check the anti-gravity drive? That is not the problem, human. Did you check the anti-gravity drive? That is not the problem, human. Ich dachte, man kann hier so andere. Ach so, Moment, kann ich jetzt... Did you check the anti-gravity drive? That is not the problem. Did you check the anti-gravity drive? Oh man, Lock. Oh, okay. Ja, fancy. Oh, hier steht so ein Race rum. Servus. Oh, noch ein Grunt. Wie der läuft. Taps, taps. Hey, Buck, was geht? Ja, sehr cool. Hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel zu hören, sehr, sehr viel zu entdecken, sehr, sehr viel. Ja, hier gibt es noch ein Datapad. Das habe ich, glaube ich, aber auch schon mal gehört. For years, great drowning, bla bla. Not, nicht die große Reise, ja. Not so great journey. No, it's a great drowning. Das große Ertrinken. Halt, ne? Man kennt's. Ja, ich werde mich jetzt noch ein bisschen weiter umsehen, weil es einfach fancy ist. Also wie gesagt, dieser Part wird wahrscheinlich fast nur hier Gequatsche sein, Gelaber, was auch immer. Servus. Hallo, hallo. Mal diese Hintergrundgeräusche wie im Dschungel. Diesen Vögeln. So. Oh, Databett. Wo auch immer. Oh, ein neues, yeah. Genau das wollte ich finden. Oh mein, das hatte ich nämlich selber halt noch nicht gefunden. Und das, es ist ja mal super hilarious. Die fucking Elite schreibt einfach ein englisches Liebesgedicht für sie hier. Für Palmer da unten. Shining Armor, that's for you, Sarah Palmer. Dann kommt so ein Grunt rein und disturbt ihn. Blessed by the Forerunners. He moved against Imdala and sought to unite us under a single leader. And since I have never heard of this Nishun, I assume he failed. Okay, ja. Gut, Elitengeschichte. So, was gibt's hier noch so? Sagt die Sarah jetzt was da? Not yet, Commander. Nö. I'll talk to her ASAP. Also, ganz davon abgesehen, dass ich finde, dass ihre Rüstung scheiße aussieht, bin ich immer noch kein Palmer-Fan, aber wenigstens labert sie nicht mehr so viel Scheiße wie in Halo 4. Sollte Pintala, Tolo, oh Gott. Da lernt sie den fucking Master Chief kennen. Den Spartan aller Spartans. Man, I thought you've been taller. Okay, hier geht's auch nicht mehr rein. Okay, wow. Gut. Oh,
was bist du denn? Ein Datapad, yeah. Nice. Catherine Halsey, status update. I'm playing along with your protocol here, Tel. If the Fours bring me an active constructor, I can interface with the Guardian. It will receive Cortana's signal the moment it activates and initiates slip space, but I think I can make sure it leaves the sea before it jumps. I'll get it in the skies over Sunayam, like you asked. In return, send me some assistance with brains in their heads, and loosen this damn security. I'm not going anywhere. Hm, okay. So, und du, du chillst ja auch noch so. Yes, little human. Aber sie mögen uns immer noch nicht, das ist, Ja gut, Locke ist auch ganz schön unsympathisch, aber, Also, ich muss ja sagen, ich finde Locke inzwischen jetzt nicht mehr so furchtbar schlimm. Ach ja, nein. Aber wirklich mögen tue ich ihn trotzdem nicht. Also ich finde, er ist trotzdem immer noch irgendwie scheiße. Aber nicht ganz so furchtbar, wie ich erwartet hatte. Aber gut. Und vor allem ist es so, so... Naja. Gut, gehen wir mal doch zu Halsey jetzt, weil wir haben hier eine Viertelstunde jetzt rumgechillt. Osiris reporting in, Dr. Halsey. This is a constructor. A Forerunner tool I can use to interface with the Guardian. Okay. Constructors were ubiquitous in Forerunner facilities. These hills are riddled with support stations for the Sanghelios Guardian. Palmer has the coordinates of one such station. Finding a constructor there should be simple. Ja gut, dann gehen wir mal zu Palmer und sorgen dafür, dass wir dann so einen Konstrukteur finden. Ne? Ja, ich weiß doch, wo die Serra steht, ne? Er hat sich ja hier schon Freunde gemacht, oder mehr als das. We're ready, Commander Palmer. Okay, let's go. Bis zur Unendlichkeit, oder viel weiter. Osiris, Halsey's constructor is in a Forerunner facility north of here, but the Coveys have a Kraken parked between you and it. Arbiter's people are set to hit the Kraken from the air while you handle ground support. Once you've reached the rally point, Arbiter will give the green light. Understood, Commander. Patching you into Arbiter's battle net now. Good luck out there, Spartans. Visual Kraken, stand by. Long range report. Attack wing Sigtar, in position. Attack wing Lar, in position. Attack wing Jardal in position. All wings hold here until Arbiter signals our attack run. Confirmed. Holding steady. Okay. Wir sind alle in Position. Dennoch muss ich leider jetzt eine kleine Aufnahmepause machen. Nicht wahr, Vale? Ja. Genau. Dann geht's beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Vielen Dank und bewertet das Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.